Er geht da rein, das passt. So, der hat jetzt hier seinen Input auf der Seite. Und der hier hat den Input. Oh Gott, das ist eine Kacke. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Satisfactory Plus. Hier zurück auf meiner kleinen Singleplayer-Welt. Und wo ich jetzt schon die zweite Fabrik angefangen habe. Die zweite Fabrik, die jetzt am Laufen ist. Und mir jetzt das Kupfer verarbeitet. Und heute bauen wir mal ein bisschen um, dass wir die Eisenfabrik jetzt gebaut kriegen. Denn die Eisenfabrik ist ein klein bisschen anders, weil es offenbar dabei Magnesium gibt. Und das Magnesium selbst kann man nicht verarbeiten zu Ingots. Und der einzige Sinn von Magnesium ist wohl das Magnesiumgranulat. Oder halt eben als Streckmittel, um Kupfer... um Kupfer im Hochofen zu vermehren. Was jetzt aber auch nicht so geil ist. Also von daher, ja, weiß ich nicht. Ja, fangen wir erstmal an und machen den zerkleinerer und wählen hier ein neues Rezept aus, nämlich jetzt das Styratit, genau. Das kopieren wir jetzt wieder. Das hatten wir schon mal gemacht, dann festgestellt, dass es mit dem Magnesium gar nicht so einfach ist. Ups. Ups. Ich habe auch die andere Fabrik bereits wieder abgeklemmt. Denn ich brauche gerade aktuell keine Coupons. Und das, was ich davon kriege, von den Fabriken, ist jetzt auch nicht so pralle. Deswegen habe ich das mal abgeschaltet. Wir gucken mal in Zukunft, wie es dann später aussieht. Das Ding ist, die Kisten sind eigentlich nur dafür da, uns mit dafür zu sorgen, dass die Fabrik nicht stillsteht, wenn halt eben eins der Sachen wenn eins der Dinger nicht verarbeitet werden kann. So, Styratiterz, Zerteiner des Dingens, Gestein, der Klassiker. Hier habe ich jetzt inzwischen auch die Dinger drin, die Durchgänge und da drüben auch. Das hatte ich noch gefixt gehabt. Ich habe auch hier die Verteiler gefixt, die war ja auch kaputt. Und hier auf der Ebene machen wir jetzt den Sortierer. Und der sortiert mir jetzt logischerweise dann das Styratit. Genau. Zack. Einmal kopieren. Einmal einführen. Was noch auffällt ist, dass der Sortierer ja einen Anschluss für eine Flüssigkeit hat. Das heißt, ich vermute mal, es wird später noch ein Upgrade geben, mit dem man Sachen waschen kann. Und ich denke mal, spätestens wenn es das gibt, werden wir sowieso eine größere Fabrik bauen müssen. Aber wir schauen mal erstmal. So. Bis jetzt ist also soweit in Ordnung. Styratit kommt hoch, wird verarbeitet zu Eisen und Magnesium und Gestein. Das Gestein geht dann jetzt so wieder runter und geht dann in die Kiste rein, während das Eisen und das Magnesium nach oben geht. Das Eisen wird ganz normal geschmolzen in den Schmelzöfen und fertig. Da gibt es keine Geheimtricks oder irgendwas. Das hier ist die Seite für... Genau. Die Schmelzöfen für das Eisen sind aber hier drüben. Auf der Seite. Ups. Okay. Fangen wir also mal an. Das sind hier 6. Genau. Dann los. Also, wir wählen jetzt die Eisenbarren. Aus der kleinen Eisen... Mach Eisenbarren. So, Einstellung kopieren. Und einfügen. Und kopieren. Einfügen und einfügen. Jetzt sind wir bei 4. Wir müssten bei 12 ankommen am Ende. 5 und 6. Da ist nix. 7 und 8. Und 9. 10, 11 und 12. So, das haben wir. Eisen ist damit fertig und wird dann auch runtergeleitet. Kommen wir jetzt aber zum Magnesium und das wird jetzt ein bisschen anders. Und damit wir da nicht durcheinander kommen,
reißen wir mal alles weg. Alles, komplett. Die ganzen Schmelzen kommen jetzt weg. Die ganzen Anschlüsse hinten kommen weg. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das genau verarbeiten möchte. Der Verteiler wird erstmal bleiben hier, sicherheitshalber, weil eventuell brauchen wir den da sowieso wieder. Aber wir müssen mal gucken jetzt, wie wir jetzt das Granulat herstellen. Und was wir dann damit machen. Hinten den Pfad runter lasse ich auch nochmal stehen, weil das, da möchte ich gerne, das möchte ich gerne beibehalten, dass ich halt hinten die Sachen dann wieder wieder nach unten schicken kann. Das ist, welcher ist denn das, der, ne? Genau, das ist der schickt es zurück, okay. Der wird auch mal hier stehen. Also der Input und der andere bleiben erstmal normale Bestandteile hier. Aber der Rest geht erstmal weg. Weil ich eben nicht weiß, ob ich es wirklich brauche oder eben nicht. Deswegen machen wir es erstmal weg. So. Das da kann weg. Das da kann weg. Wait, no. Achso, warte mal, der gehört noch mit dazu hier. Genau. Der gehört noch mit dazu. Auch der kommt weg. Und das kommt weg. So. So, wir bekommen jetzt hier oben 120 Magnesium pro Minute. Wenn das Ding auf voller Leistung läuft. Jetzt die Frage, wie viel Granulat können wir daraus machen und wie viele Maschinen brauchen wir dafür? Das schauen wir uns gleich mal genauer an. So. Okay, ich denke, das passt. Da ist der Input, da ist der Output. Alles klar. Der Rest ist jetzt, bleibt jetzt unserer Fantasie vorbehalten. Also, das Magnesium... Granulat. Wird hergestellt im Zerkleinerer. Okay. Produktion Zerkleinerer. Oh shit. Er ist wieder so groß, ne? Okay. Und wir wollen herstellen Magnesiumgranulat. Braucht 60 pro Minute. Also brauchen wir zwei davon. Ne, warte mal. Wir brauchen vier davon, ne? Wir bekommen 40 Granulat. Warte mal, wir haben unten bekommen wir 60, ne? Ja, wir bekommen 240. 240 Magnesium. Also brauchen wir 4 zerkleinere hier oben. Das wird also wieder ganz schön knirsch werden. So, ich habe jetzt mal aufgeräumt und schon mal ein bisschen reingeschaut und wir haben ein gewaltiges Problem. Wir haben ein ganz großes Problem und zwar... Jetzt der kleinere. Ist zu groß. Den kriegen wir so niemals hin. So längs. Ohne, dass da alles im Weg ist. Also das Befüllen mit Items und so weiter und so fort, keine Chance. Und wenn ich den so hindrehe, bekomme ich maximal 3 hin, glaube ich. Und selbst dann ist es schon ziemlich knirsch, ja. Maximal 3. Für den vierten würde es gar nicht mehr reichen da hinten. Oder? Ja, okay, doch. Könnten eventuell mit Staffelung arbeiten. Das wäre vielleicht eine Option. Gestaffelt arbeiten. Das heißt... Der Zerkleinere wäre dann hier... Und der hier. Okay, es passt aber nicht. Das passt trotzdem nicht. Wenn ich da jetzt hinten noch dann
Da kriege ich gerade so um die Ecke hin. Man könnte höchstens mit einem Dings arbeiten. Auch das ist auch schon. Ja, das ist. Enger wird's. Enger kriege ich es nicht hin. So, wenn ich den jetzt dahin stelle. Können wir den jetzt hier hinstellen. So. Hätten wir da. Wir wollen eh nur ein In- und Output jeweils. Das geht ja. Also hier haben wir den Input, den Output. Den Input, den Output. Problem ist, es reicht trotzdem nicht, weil es reicht, wir kommen nicht bis hinten ran. So, wenn ich den jetzt wieder nehme. So. Dann haben wir hier den. Aber jetzt passt der letzte nicht hin. Scheiße. Ja, der letzte passt nicht. Den letzten könnten wir nochmal drehen. Aber dann hast du wieder das. Also ist wieder mit dem In- und Output, aber so scheiße. So. So eventuell. Ist alles andere als schön. Der geht dann auch nicht direkt rein. Wir könnten den näher. Nee, ist auch blöd. Der geht da rein, das passt. So, der hat jetzt hier seinen Input auf der Seite. Und der hat einen Input. Oh Gott, das ist eine Kacke. Okay, was ist, wenn wir alles so hinstellen und dann irgendwie das oben zusammenführen? Okay. Wenn ich hier die Anschlüsse unten hinlege, unten die Förderbänder und dann lieber die Anschlüsse nach oben lege für die Zerkleinerer. Und ebenfalls hier den Kollegen. Weiter runterziehe. So. Den nach oben legen, dass der oben weiter an. Und dann haben wir unten ein bisschen mehr Platz für die Fabriken. Würde gehen. Okay. Dann lass mal ganz kurz hier umbauen. Achso, die brauchen hier. Ah, okay, die müssten ja sowieso auch unten dann die Dinger haben. Ja. Die müssten. Wir könnten die ein bisschen höher legen, vielleicht noch. Insgesamt. Dass die nicht im Weg sind. Oder wir drehen die um und schicken die in die Richtung, oben drüber. Mal. Hups. Splitter Fusionator.
Okay. Das ist dann schon so knapp, wie es eben wirklich geht. Da hätten wir zumindest noch ein bisschen mehr Platz hier. Okay, warte. Warten wir mal kurz fertig. So. Also. 45 hier. 45 da. 45 dort. Dann den Fusionator. So und so. 45 gehen hier mit rein. Ah, scheiße. Die falsch umgelegt, ne? Mein Fehler. Der muss ja dann, wenn denn, in diese Richtung zeigen. Genau. Jawohl. Jawohl. So, also nochmal. Hier gehen 45 rein, kommen 45 dazu, sind wir bei 90. Also Stufe 2 plus 90 sind wir bei Stufe 3. Und jetzt können wir hier dann das Zeug runterziehen. Mit dem Förderband. Stufe 3. Dorthin. So. Und dann mit dem Förderband MK3 hier reinleiten. Okay, das funktioniert. Das sieht gut aus. Und wir haben jetzt ein bisschen Platz gespart noch. Wir haben jetzt zwei ganze Felder. Zwei ganze Felder Platz für unseren Freund hier. Okay, 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 okay. Ups. Und jetzt kommt der Zerkleinerer hierher. So, Output nach hinten, Input von vorne. Das Problem ist, wie gesagt, den Output werden wir von... Wir müssen den Output und Input auch oben längs legen. Ansonsten wird das schlecht mit dem Platz. Also wir können den... nee. Okay, wenn ich jetzt hier dann den Output hinpacke... Okay, das ist schon zu weit draußen. Das ist schon zu weit, das geht also schon mal nicht. Das ist auf jeden Fall weiter rein. Zerkleinerer. So, das ging nicht. Das ist zu weit, das geht nicht. Das müsste gehen auf der Ebene jetzt, oder? Ja, das geht aber auch nur gerade so. Wenn wir die jetzt nach dahin packen. Und darauf jetzt einen Fusionator. Dann sollte das gehen, ohne durchzuschimmern. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wende, 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 Wende. Ja, das ist noch gut versteckt. Okay. Okay, 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 okay.
Und dann können wir oben den Output in die Richtung legen. Und der Input wäre jetzt hier. Ist der Input jetzt noch machbar? An der Stelle? Oder nicht? Okay, wenn wir den Input hier zwischenlegen, zwischen die Dinger, müsste das eigentlich gehen. So, Input kommt von da, wird dann verteilt. Da, wir könnten es sogar so lassen. Okay. Das geht. Das kriegen wir hin. Jetzt geht es nur darum, wie wir das entsprechend aufteilen dann. Und den müssen wir dann nachher ganz von oben nach oben runterziehen. Das heißt, wir brauchen hier einen auf der Höhe. Der Höhe, oder? Das ist die richtige Höhe. Ich glaube, ne? So, mittig hin. Ja, es müsste passen. Mittig hin und jetzt ist es wieder runter. Okay. Und dann dorthin, ja, okay. Okay, das müsste passen. Jetzt müssen wir nur entsprechend die Outputs so verteilen, dass sie sich dann nicht ins Gehege kommen. Okay. So, und der Output in dem Fall geht dann nach dort. Okay. Hier ist ein Stück zu tief, scheiße. So, das ist die richtige Bauhöhe. So, nochmal. Mittig und runter. Nochmal neu anklappen, nur um sicher zu gehen, dass es auch klappt. So. Okay, okay. Und jetzt den. Genau, den auch dort rein. Und es müsste jetzt aber auch dann noch gerade sein, ne? Jawohl, jetzt passt das. Alles klar. Das ist die richtige Höhe. Okay, 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 okay. Jetzt die Frage, wie stellen wir das mit der Aufteilung am besten an? Dass es eben nicht scheiße aussieht. Und funktioniert. So. Können die noch ein Stück weiter rüberschieben?
Okay. Dann packen wir den hier mittig drauf. Und den hier mittig drauf. Den hier mittig drauf. Like so. Und dann den hier. Auch um einen versetzt. Auch wieder mittig. Okay. Das passt. Der ist nicht ganz mittig hier, ne? Nee. Warum geht der... Ach, warte mal, der hier ist falsch. Der hier ist falsch. Deswegen war der gerade so viel Platz, weil der nicht ganz korrekt platziert ist. Also, den packen wir hier mittig hin. Jawohl. Und dann den hier... Einfach nur einen Schritt weiter. Dann ist der Einfluss da genau mittig zwischen. So wie hier, ne? Dann haben wir es auch schön gleichmäßig. Jawohl, das passt. Okay. Dann haben wir jetzt hier die Splitter. Wenn wir den Splitter mal hier dazwischen packen. So würde das da aussehen und so würde das da aussehen. Sieht so oder so beides scheiße aus. Das lässt sich in dem Fall nicht anders regeln. Wir könnten den nochmal verschieben, den anderen. Wir könnten die beide nochmal verschieben. Oder warte mal. Genau, zwischen kriegen wir den sowieso nicht, ne? Genau, dazwischen kriegen wir den so oder so nicht. Doch so würde das passen. Okay, warte mal. Wenn wir das danach ausrichten, dann sieht es auch gar nicht so scheiße aus. So. Jetzt passt es aber nicht mehr, oder? Doch. Okay, das passt noch. Okay, okay, okay. Dann richten wir den danach aus und den danach aus hier. Und dann passt das. So. Okay. Okay, okay, okay. Den Splitter hier, genau. So hin. Dann kommt hier jetzt das Tier 3 Förderband. Da rein. Hier kommt 240 hoch. Hier gehen jetzt 120 in diese Richtung. Scheiße, ist falsch umgedreht. So. Und auch falsch umgedreht, natürlich. Wie das eben so sein muss. Und jetzt gehen 60 da weiter. 60. Also den brauchen wir gar nicht mehr hier. Den können wir jetzt direkt so reinpacken. So. Und 60 hier rein. Okay, 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 okay.
Das könnte tatsächlich funktionieren. So. Und dann jetzt kommen 40 hier raus. Und 40 hier raus. Und gehen dann über einen Fusionator in diese Richtung. 40 da rein. 80 da rein. Und dann 160 wieder runter. Mit dem T3-Förderband. Das klappt. Das klappt? Ernsthaft? Ha. Okay. Jetzt noch den Strom. Was ich denn jetzt gemacht? Oh. Ich hab gerade eine Strommast gesetzt. Ich habe gerade irgendwo einen Strommast hingesetzt. Ich habe keine Ahnung wo. Okay, cool. Und wir können auch mit den Wanddingern arbeiten, tatsächlich auch, wenn wir das wollen. Machen wir einen jetzt dorthin. Und einen da drüben hin. So. Okay, der geht ja eh nicht dran. Okay. Und dann können wir die zwei dann noch mal anschließen. Und die anderen zwei anschließen. Jawohl. Okay, okay. Okay. Wait, what? Die lassen sich Daisy chainen? Nee. Achso, ich kann mehrere anklemmen, aber nicht andersrum, okay? Oder wie? Oder was? Egal, anyway. Die Schmieden selbst haben hier ihren Anschluss. Das passt, okay. Warum ist der hier zwischen? Achso, weil ich hier auch noch Schmelzen, noch Schmieden hatte, ne? Dann brauchen wir den nämlich da gar nicht. Okay. Strom haben wir jetzt ebenfalls rüber. Und den Strom kriegst du hier von unten, oder? Ja, der hat zwei Anschlüsse. Das eine kommt von unten rein. Okay. Okay. So, wir haben den Strom. Wir haben die Zerkleinerer. Dann wird hier das Magnesiumgranulat gemacht. 60 gehen rein, 40 kommen raus. Okay. Und dann sollte das da laufen und wieder runter. Okay. Ich denke, wir haben das Problem gelöst mit dem Magnesiumgranulat. Ich tüttel jetzt noch ein bisschen rum hier. Und mache jetzt noch alles fertig, noch alles schick. Und dann können wir in der nächsten Folge das Gerät mal aufstellen und gucken, wie das eben so funktioniert. Und ob das funktioniert, wie wir das gerne hätten. Wie üblich, wenn es dir gefallen hat, gerne mit subscriben oder den Rest wie es da gibt es ein bisschen mehr von mir. Bis zur nächsten Folge. Wieder bis dahin. Tschüss.